Ich hatte es euch schon versprochen, heute löse ich es ein. Das gibt das Video zu meinem Spielzimmer. Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen hier im Spielezimmer. Ja, ich war euch ja noch das Video schuldig, das wir eigentlich zum 3000 Abonnenten Spezial bringen wollten, das Spielezimmer. Ja, da hat sich einiges getan und ich habe auch einige Clips gedreht beim Tapezieren, beim Einräumen etc. und habe da so das Ganze ein bisschen zusammengeschnitten. Das Ganze so ein bisschen jetzt als unterhaltsamer Warm-up gedacht, aber erstmal hier der Blick ins Zimmer. Ja, man sieht quasi hinter mir der Rollladen zu, einfach, dass ich nicht bei Tag hier komisches Gegenlicht habe. Hier sind ein paar Spiele angekommen. Ja, so sieht es bei mir immer wieder aus. Wenn dann wieder frisch was eingetrudelt ist, dann steht das hier erstmal auf dem Tisch rum, wurde vielleicht geunboxed, das Messer liegt noch da, irgendwelche Stifte immer griffbereit, wie sich das gehört. Ja, das Herzstück, der Spieletisch, darauf werde ich gleich eingehen, des Weiteren auch auf die Regale, was für Regale, welche Sortierung und zu guter Letzt noch einen kleinen Ratschlag oder ein bisschen aus dem Nähtäschchen plaudern, wie ist das eigentlich mit Spieleabenden und wie transportiere ich da Spiele hin, was gibt es da für Möglichkeiten und ich würde sagen, viel Spaß jetzt mit der Entstehung des Spielezimmers und wenn ihr Fragen dazu habt, dann scheut euch nicht, schreibt es direkt in die Kommentare und ich werde natürlich beantworten, soweit es möglich ist. Ja, ich würde sagen, los geht's. Des Spielezimmers. Ich sitze hier dran. Es ist ein
Spieletisch. In diesem Fall ein Spieletisch von Hühne. Aber als erstmal so die allgemeine Frage, was ist eigentlich ein Spieletisch? Ihr seid vielleicht hier gerade über unseren Kanal gestolpert, über dieses Video und fragt euch, warum braucht man einen Spieletisch? Was macht jetzt einen Spieletisch aus? Ein Spieletisch macht in der Regel aus, dass er hier abnehmbare Platten hat und dann einen versenkten Spielbereich. Das mache ich jetzt hier einfach mal raus. Hier liegt jetzt in diesem konkreten Beispiel Escape Plan drin. Für was brauche ich als Spieler, wenn ich ein Spielzimmer habe, einen Spieltisch? Da könnte jetzt der ein oder andere sagen, hey, jetzt Geld gespart, da hättest du einen Haufen Spiele kaufen können, inklusive Regal, das mag alles sein. Aber gerade für mich zählen ähnliche Aspekte tatsächlich wie jetzt für eine ganz normale Familie von nebenan. Stellt euch vor, ihr seid eine zweiköpfige, dreiköpfige, vierköpfige Familie, wie auch immer, und ihr spielt leidenschaftlich gern, ihr spielt auch leidenschaftlich gern größere, komplexere Spiele, und es kann auch mal passieren, dass ihr vielleicht an einem Abend mit einem Spiel nicht fertig werdet. Ja, den nächsten Tag möchte man ja den Tisch trotzdem zum Essen nutzen und nicht quasi den Tisch belagert haben. Ich bin in der gleichen Situation, nur in anderer Form. Ich habe quasi immer wieder Spiele, die ich zur Rezension vorbereite, die müssen dann halt auch erstmal aufgebaut werden, die wollen bespielt werden, ich drehe dann einzelne Sequenzen, und so wie jetzt hier mit dem ausliegenden Escape Plan kann es natürlich mal passieren, dass ich 2, 3, 4 Tage nicht dazu komme, weiterzumachen, oder ich nochmal nachschauen möchte und dann keine Zeit mehr, wie auch immer, es bleibt auf jeden Fall liegen, und habe ich jetzt nur einen ganz normalen T-Shirt drin liegen, könnte ich parallel nichts mehr spielen oder müsste an den Esstisch gehen, ich könnte parallel keine Unboxings drehen, keine Regeln lernen, wo ich ein bisschen was aufbaue. Und da ist natürlich so ein Spieletisch ideal, weil ich zum Beispiel hier einfach meine Platten drauf machen kann. Die Platten haben hier dann solche kleinen Nupsis, wo die nächste Platte sauber dran schließt, dass wenn da auch Druck in der Mitte drauf kommt, dass die sich nicht unnötig durchbiegen. Ja, dann sind die Hersteller ja ziemlich erfinderisch. Das muss ich jetzt hier mal holen. Urballer! Dann gibt es da nämlich solche Einsätze, also zumindest bei Hühne. Andere Hersteller haben das teilweise auch außen an den Tischen dran, an den Ecken, wie zum Beispiel bei Cuplex. Dann hat er einfach dann entsprechend hier solche Schälchen, die man entweder nehmen kann, um Material reinzutun. Bei mir dienen die hauptsächlich eigentlich dazu, Gläser entsprechend, zu beherbergen während dem Spielen. Und wenn ich das jetzt quasi hier rein versenke, dann könnte ich das jetzt hier ganz am Rand hin machen, zum Beispiel. Hab dann hier auch einen abgeschlossenen Bereich, das heißt, wenn ich würfel innen drin, fallen mir die Würfel nicht unter das Brett runter, das wäre ja so jetzt quasi ungeschickt. Und hab dann eine außen erweiterte Fläche, kann dann hier Flaschen draufstellen, hier Gläser rein, und das Ganze ist geschützt und fällt nicht um. Natürlich gibt es da auch Aufsätze, die man außen drauf klippen kann, ist alles recht und schön, ist aber jetzt nicht unbedingt meine präferierte Herangehensweise. Ich gucke eigentlich, dass ich im Tisch spielen kann, wenn ich Besuch bekomme, leider jetzt Corona-bedingt noch nicht so viel. In letzter Zeit oder überhaupt nichts in letzter Zeit. Und wir hatten auch schon einen Spieltag, haben hier drin schon zu 6 an diesem Tisch Western Legend gespielt oder zu 5. Egal, große Gruppe. Rings um den Tisch geht gut. Ich würde tatsächlich den Tisch nicht in größer wählen. Der hat jetzt innen drin eine Spielfläche von 85 x 60 cm. Ich habe auch immer wieder die Diskussion geführt, warum kaufst du dir nicht die Nummer größer? Mein Mitspieler Tom hat die Nummer größer. Da sitzt man, wenn man sich gegenüber sitzt, fast schon ein bisschen weit weg, je nach Spiel. Das heißt, wenn das Spiel keinen großen Aufbau hat, ist es ein bisschen ungeschickt. Natürlich für größere Aufbauten durchaus geschickt. Wobei ich dazu sagen muss, wenn ich einen normalen Esstisch habe, dann habe ich so 90 cm Tischbreite. Und ich brauche ja außen irgendwo ein paar Zentimeter, wo ich meine Arme auflegen kann. Also das heißt, 2-3 Zentimeter gehen auf jeder Seite verloren. Das heißt, effektiv bleiben mir von den 90, weil ich kann ja auch manches Material, möchte ich ja nicht hier bis an die Kante ranlegen, das rutscht mir sonst die ganze Zeit vom Tisch, wenn ich Pech habe. Ich habe von den 90 Zentimetern effektiv zwischen 80 und 85 übrig. Es bleiben nie die 90. Und damit sind die 85 hier innen drin eigentlich super bemessen. Wenn ich tatsächlich ein großes Spiel habe, hey, dann mache ich meine Platten drauf, dann spielen wir oben drauf.
On Mars war so ein Beispiel. Zu dritt würde es gehen im Tisch. Zu viert haben wir es gespielt, da musste ich dann das Ganze außen drauf aufbauen. Das ging dann wiederum problemlos, weil dann war Platz genug da und da ist es dann 3-4 Zentimeter gescheitert tatsächlich. Und das ist ganz cool. Ich finde auch diesen Blick von oben, man hat ein bisschen einen besseren Blick tatsächlich, als wenn ich am normalen Tisch sitze. Es ist am Anfang ein bisschen ungewohnt, weil man sitzt so ein bisschen... Also man hat hier fast normale Tischhöhe, vielleicht minimal höher, einen Zentimeter oder so. Und dann guckt man so ein bisschen von oben herab. Ja, das ist jetzt ein Blickwinkel, der jetzt nicht unbedingt normal ist, aber ich muss sagen, es erleichtert tatsächlich das Reingreifen. Also wenn ich jetzt nach oben gehe, dann greife ich so weit. Wenn ich jetzt nach unten gehe und ich beuge mich ein bisschen nach vorne, kann ich auch nochmal theoretisch einen Ticken weiter greifen oder sehen, ohne aufstehen zu müssen halt. Und das hat manchmal schon so ein bisschen seinen Vorteil und seinen Charme. Natürlich braucht man nicht zwingend einen Spieletisch. Ich persönlich bin super dankbar, dass ich mich dafür entschieden habe und würde mich auch wieder dafür entscheiden. Das Ganze ist ein Hühnespieletisch, habe ich gesagt. Da wird vermutlich von uns auch nochmal irgendwie was kommen, sobald Adrian weiß, wie das Ganze weitergeht. Und da sind, glaube ich, die Kickstarter-Auslieferungen müssen inzwischen alle durch sein. Wir haben hier einen Messe-Demotisch uns zugelegt und ja, der ist soweit gut erhalten, da passt alles, die Platten sind dabei. Wir hatten da zwar ein bisschen eine kleine Odyssee, auch mit Versand technisch und Pipapo, Tralala, Hopsasa. Es läuft ja natürlich, weil es mit Spedition läuft, nicht unbedingt immer so, wie soll. Aber es ist ein anderes Thema. Warum ein Hühnetisch und nicht unbedingt ein anderer? Hat eine ganz einfache Bewandtnis. Wir wollten quasi einen Esstisch-mäßigen Tisch hier drin haben mit vier Füßen und nicht mit einem Zentralfuß, also keinen Altartisch, sondern wirklich schön einen relativ normalen Esstisch. Und die Tatsache, dass Gwen und Dennis auch gesagt haben, hey, wir wollen auch so einen Tisch und bei uns muss es als Esstisch auch fungieren, das war dann mit der Grund, warum wir gesagt haben, hey, dann greifen wir beide zu Hühne. Wir sind zufrieden mit unserem Tisch, spielen super gerne dran und das zum Kapitel Spieltisch. Was ist ein Spieltisch? Warum braucht man so ein Ding überhaupt? Und ich würde ihn nicht mehr missen wollen, jetzt gerade für mich. Eben dieses, ich lasse mal ein Spiel unten drin, ich mache oben die Platten drauf und gut ist. Oder stellt euch vor, ihr habt einen Spieleabend und ihr seid zu viert, zu fünft und ihr habt nur diesen einen Tisch. Jetzt habt ihr dann extra die Platten runter gemacht, ihr spielt unten drin, jetzt kommt die Pizza oder das Essen. Ich hatte tatsächlich Spieleabende, da saßen dann vier, fünf Leute im Wohnbereich auf dem Sofa und haben gegessen oder zurückgezogen, nur auf den Beinen gegessen. Das ist alles nicht so ideal und so macht ihr einfach die Platten drauf, esst eure Pizza, Platten wieder runter, weiterspielen. Und das Ganze funktioniert einwandfrei und deswegen, Spieltisch lohnt sich gegebenenfalls durchaus und viele bauen ihn auch selber, habe ich tatsächlich auch drüber nachgedacht, bin dann aber wieder davon abgekommen, weil ich gedacht habe, oh, dann bin ich nachher materialkostentechnisch nicht so extrem viel günstiger, nur dass ich vielleicht statt einen furnierten Tisch noch einen Vollholztisch dann habe, aber habe die Zeit, die ich rein investiere, hatte ich zu dem Zeitpunkt einfach nicht und weil durch Umbau und durch das Ganze mit Umzug und allem viel zu viel Zeit auch draufgegangen ist und deswegen auch einfach der Griff zu einem fix und fertigen, gut durchdachten designten Tisch. Hier gibt es auch noch mehr Rails dazu, muss ich mal überlegen, ob ich da noch was brauchen möchte. Bestimmt. Ja, soweit zum Tisch. Solltet ihr einen Spieltisch haben oder solltet ihr da Interesse haben, mehr zu wissen, dann schaut auch mal gern unser Hühne-Video an. Wir hatten da zwei Interviews mit dem Adrian schon geführt auf das Spiel 2019 und 2018. Sehr interessant, da mal ein bisschen auch Hintergrundinfos zu erfahren. Und mich würde natürlich interessieren, ob ihr einen eigenen Tisch vielleicht sogar habt. Lasst mich mal auf jeden Fall wissen, dass wäre durchaus was, wo ich sagen würde, hey, mal mehr Infos dazu und ich bin da immer neugierig, was das betrifft. Gut, soweit zum Tisch, wir machen weiter mit den Regalen. Mein ganzer Stolz, mein Spieleregal, ja, wir sind hier an der Hauptwand, meinem Hauptspieleregal. Das besteht aus zwei Kallax-Regalen, 4x4 und obendrauf gelegt zwei Kallax-Regale, 2x4. Das heißt, ich habe hier eine Fläche von 8x6, wer schnell rechnen kann, kommt da auf 48 Fächer. 48 Fächer, die meist relativ gut gefüllt sind mit Spielen, immer mal wieder kleine Lücken, die halte ich tatsächlich aber bewusst oder sie entstehen dadurch, dass einfach Spiele aktuell gerade verliehen sind.
Warum tatsächlich ein Kallax-System? Ich finde das Format so relativ geschickt, weil halt im Normalfall die normalen Squareboxen, habe jetzt natürlich hier gerade keine so griffbereit, doch hier, so wie jetzt ein Rajahs of the Ganges, halt relativ gut reinpasst. Vier Stück aufeinander oder nebeneinander. Man kommt noch daneben rein, um entsprechend reinzugreifen. Hier diese länglichen großen Boxen, die gehen auch gut rein. Daneben kann man nochmal ein Spiel reinstellen, wie jetzt hier in diesem Fall. Und das ist einfach ein System, was mir persönlich gut gefällt. Warum ich wie welche Spiele sortiere, darauf gehe ich dann noch ein am Ende dieses Regalteils. Und ja, es ist einfach, für mich haben sich diese Regale bewährt. Sie bieten eine gewisse Übersichtlichkeit und haben auch eine Stabilität. Gerade wenn ich jetzt hier mir diese Schwergewichte vornehme, wie Lisboa on Mars, Age of Steam und Escape Plan, die bringen ein Gewicht auf die Lage und dann der Waage. Das ist schon nicht normal. Und daneben packe ich Glenmore 2 Chronicles, Era of Tribes und Orleans Stories. Also allein dieses Regalbrett, das hat schon ein Gewicht. Das möchte ich nicht unbedingt als Regal tragen müssen. Und da sind natürlich das Kallax-System ist da relativ dankbar und relativ stabil und hält natürlich auch viel aus. Was ich gemacht habe, einfach um auch größere Spiele gut lagern zu können, ich habe hier zweimal eine Trennwand entfernt. Dazu muss man natürlich entsprechend so drehen, dass man einen Boden und einen Deckel hat. Man könnte es tatsächlich auch auf die Seite stellen. Ich würde es aber empfehlen, immer so zu machen. Dann gehen die Böden nämlich tatsächlich komplett durch. Und wir haben hier diese Trennwände, die wir draufstellen. Und das hat den großen Vorteil, dass dadurch auch mal eine Wand rausgenommen werden kann. Ich würde aber tatsächlich empfehlen, wenn ihr eine Wand rausnehmt, nehmt eine dieser zwei äußeren hier raus und nehmt nicht unbedingt die mittlere raus, wenn ihr was draufstellt. Also wenn ihr quasi sagt, okay, ihr habt hier nur eine niedrige Regalreihe, oben drauf stellt ihr noch Spiele oder Deko, dann könnt ihr theoretisch in der oberen Reihe auch zwei rausnehmen. Das hält auf jeden Fall, würde aber das mittlere drin lassen und die zwei äußeren rausnehmen. Wenn ihr oben nochmal was drauf stapelt, allein schon nur wegen der Lastabtragung und dass das Regal nicht irgendwie instabil wird oder sich verzieht, würde ich tatsächlich empfehlen, eher zwei drin zu lassen und nur eines pro oberer Ebene herauszunehmen und macht es nicht dazwischen, das funktioniert nicht durch die entsprechenden Seitenteile oder Regalteile, die oben drauf kommen. Das hält dann nicht mehr. Das gibt einfach nicht die Stabilität, weil hier biegt sich's ja dann im Prinzip durch, sobald schwere Spiele drauf kommen. Also funktioniert wirklich nur in der obersten Reihe. Ich persönlich bin so ziemlich zufrieden mit dem Regal als solches. Natürlich entstehen immer mal wieder Lücken, die halte ich auch bewusst, aber dazu kommen wir dann bei der Sortierung der Spiele. Die zweite Seite des Spielezimmers, ja, ziert hier ein Regal, wo nicht nur Spiele, sondern auch Bücher drin sind. Hier hinter mir seht ihr Bücher drin, hier der mittlere Teil beinhaltet allerdings nochmal Spiele und zwar nicht gerade wenige. Das ist ein 80er und ein 40er Billigregal, das 40er ist voll, das 80er zu zwei Drittel. Darin untergebracht Spiele, die nicht ganz so tief sind. Das heißt, wir reden hier von Boxen wie zum Beispiel hier Pagoda oder Istanbul, das Würfelspiel. So diese typische Größe, die passen da wunderbar rein und es ist davor noch so ein bisschen Platz. Ihr seht es hier, wir reden hier von ja, 6-7 Zentimetern. Des Weiteren habe ich hier im Regal die ganz normalen kleinen Kartons, wie sie von Schmidt-Spiele oder auch von Cosmos verwendet werden und von vielen anderen, hier untergebracht. Da ist allerdings schon wieder riskant, man darf die nicht zu weit hintere schieben, dadurch, dass ich sie hier gelegt habe, um möglichst viel Platz zu nutzen. Ich kann es ja auch mal zeigen. Wenn ich die jetzt nach hinten schiebe, dann kommt man da schon eventuell etwas schwer dran oder man muss oben drüber genügend Platz lassen. Bei mir ist es nur ein Fingerbreit, deswegen, ja, für schlanke Finger funktioniert es. Da habe ich auch drin meine Time Stories Reihe, passt auch von der Größe hervorragend rein oder hier solche Boxen wie zum Beispiel von Jump Drive oder von Team 3. Das sind natürlich jetzt einfach diese kleineren Formate, die machen sich, finde ich persönlich, eben einem tiefen Regal einfach nicht so gut, hat den riesen Nachteil, die Spiele schieben sich nach hinten, man kommt gar nicht mehr so richtig dran. Hier unten, was ihr jetzt nicht so gut seht, habe ich Spiele reingelegt ins Regal und zwar mehrere aufeinander. Das sind da teilweise Spiele, die man nicht unbedingt senkrecht lagern möchte oder hochkant, weil da viel zu viel durcheinander fällt, beziehungsweise da wären die Regalböden so dicht aneinander, dass man gar nicht mehr richtig beikommt zum Reinfassen. Hier habe ich auch die ganzen Erweiterungen oder kleineren Spiele von Queen Games zum Beispiel untergebracht, einfach weil die nicht ganz so tief sind oder solche Spiele wie jetzt hier
ein Draftosaurus, also alles, was quasi verkürzte oder kleinere, also kleinere Boxen sind oder Hochkantboxen, die sind hier drin, außer die großen Boxen, wie sie Pegasus zum Beispiel hauptsächlich verwendet für Istanbul, Crown of Imara und so weiter. Das sind Boxen, die sind dann doch groß, die sind im Hauptregal drüben geblieben. Und so habe ich quasi versucht, eine intelligente Mischung zu finden. Ich habe auch für mich persönlich schon beschlossen, wenn ich tatsächlich regaltechnisch nochmal erweitern müsste, da gibt es ja noch eine Wand, die noch ziemlich leer steht, extra dafür auch gedacht, dass dann da definitiv eher Billigregale untergebracht werden als Kallax-Regale. Das liegt einfach daran, dass man hier doch deutlich mehr reinbekommt, sollte aber hier darauf achten, dass man nicht so schwere Spiele draufstellt, weil hier natürlich die Stabilität eine ganz andere ist als beim Kallax-Regal. Aber das hier mal so zu der Seite des Bücherregals und des Spieleregals, ja, im Billy. Machen wir doch mal weiter wieder in einer anderen Perspektive. Was natürlich in einem guten Spieleregal auch nicht fehlen darf, ist der Würfelteller. Hier bei mir jetzt gerade belegt durch die Minis von NSV. Lässt sich auch einfach gut mitnehmen, dann einfach aufs Sofa, wenn man da mal würfeln möchte. Hat man einen Spieletisch, so wie wir, braucht man den tatsächlich nicht unbedingt, den Würfelteller, es sei denn, man spielt obendrauf. Ansonsten kann ich nur jedem wärmstens empfehlen, legt euch einen Würfelteller zu. Aber eigentlich sind wir ja hier jetzt in dieser Perspektive für was ganz anderes. Denn ihr habt uns gefragt, wie soll sortiert ihr eure Spiele liegend oder hochkant und nach welchen Kriterien? Und ich denke, man sieht es hier schon ziemlich gut. Hier müsste ich jetzt eigentlich noch die zwei Spiele rumdrehen. Warum, sage ich gleich. Ich habe meine Spiele mit einer relativ einfachen Begründung verlagstechnisch durchsortiert. Ich meine, es gibt den einen oder anderen, der sie alphabetisch sortiert oder nach Farben oder nach Autoren. Aber mich persönlich würde es ein bisschen stören, wenn es von Größen her nicht passt, dann entstehen viel zu große Lücken im Regal oder man fängt an, doch irgendwas in der Gegend rumzuschieben. Und ich bin jemand, ich weiß, wenn man mir ein Spiel an den Kopf werft oder wenn ich ein Spiel suche, genau bei welchem Verlag ich schauen muss. Und wenn ich jetzt hier unten eine Ecke mit Queen Games Titeln habe, wenn ich hier oben Pegasus habe, jetzt hier in dieser Reihe zum Beispiel, hier unten, huch, hier oben habe ich jetzt zum Beispiel natürlich mein League of Legends, mein Mechs vs. Minions oder oben drüber habe ich Scythe, wobei ich dazu sagen muss, Feuerland ist zweigeteilt bei mir an zwei Stellen. Aber ansonsten versuche ich so bewusst gleiche Spiele, gleiche Verlage zusammenzuhalten. Jetzt natürlich die große Preisfrage, legen oder stellen, da scheiden sich so ein bisschen die Geister und wer mich kennt und wer die Videos anschaut, der weiß auch hinter mir im Regal, da liegen Spiele, da stehen Spiele. Da könnte man jetzt mir unterstellen, ich habe ja gar kein System. Dem muss ich vehement widersprechen. Ich habe ein System. Ich mache mir da schon meine Gedanken und ich weiß auch warum. Also Spiele in diesem Format, sie stehen niemals, sie liegen immer. Mit der ganz einfachen Begründung würde ich dieses Spiel stehend ins Regal reinstellen. Das ist jetzt tatsächlich eine Platzfrage. Stelle ich das hier ins Regal rein? Dann bekomme ich davon vier Spiele nebeneinander. Oft ist es aber so, dass diese Kartons gerade besonders gut gefüllt sind und sich dann auch mal der äußere Karton aufschieben kann. Da ist es mit der Lücke meist nicht so toll. Gerade bei Istanbul, wo noch die Erweiterung mit drin ist und kommt auch bei vielen anderen Spielen vor, da ist dann ein gewisser Platzbedarf da, die, ja, das Material drückt. Wie gesagt, dieses Format immer hier bei mir liegend. Wichtig ist auch, die kleineren Boxen, die habe ich ja drüben im anderen Regal, das habe ich euch ja schon gezeigt. Natürlich kann es auch passieren, dass Spiele, die eigentlich kleinformatig sind, hier einfach noch im Regal drin liegen, weil Platz daneben ist. Und das kann dann natürlich dann, das passiert besonders dann, wenn man solche Spiele hat, die eigentlich irgendwie komische Breite haben oder so wie jetzt Crazy Coconuts hier einen Deckel hat. Das ist natürlich super, wenn man das einfach neben diesen Formaten eben ins Regal stellen, schieben kann und es passt. Und dann habe ich quasi nach Verlagen sortiert, habe ich gesagt, weil ich die schneller zuweisen kann. Und was mich dann persönlich so ein bisschen gestört per se, ist, wenn ja, das nicht einheitlich ist, da kommt dann bei mir so ein bisschen der Monk durch. Wenn jetzt zum Beispiel Frosted Games Spiele alleine rausbringt oder Spiele mit im Vertrieb von Pegasus bringt, dann habe ich auf der Seite quasi nicht das Frosted Games Logo drauf. Gut, ich finde das Spiel trotzdem. Und habe dann hier zum Beispiel jetzt Frosted Games zu Pegasus dazu sortiert, weil es zum Teil halt Spiele gibt, die über Pegasus vertrieben werden. Ähnlich mache ich es mit Edition Spielwiese zum Beispiel. Da verzweifle ich nur verzweifle ich nur mit solchen Spielen wie zum Beispiel Nova Luna.
weil hier dann teilweise die Logos ganz komisch seitlich gedreht sind, aber nur tatsächlich einmal, dass es richtig ist. Ja, sind solche Sachen. Und dann gucke ich natürlich auch immer, dass die Regale gut gefüllt sind. Also so jetzt wie hier ist natürlich ideal, und um einfach das möglichst das Optimum rauszuholen. Wie gesagt, nochmal zusammengefasst, die großen Swearboxen stelle ich meistens, wobei ich dazu sagen muss, hier unten habe ich zum Beispiel die ganzen Queen Games Titel liegend, und im Normalfall lege ich die länglichen Boxen, was natürlich auch passieren kann, dafür wechsle ich jetzt die Kamera, damit ihr das sehen könnt. Was natürlich auch passieren kann, ist sowas, dass ich hier so übergroße Boxen habe, wie ein Black Angel oder ein Western Legends, was halt natürlich schon extrem nach hinten schon übersteht, und wenn ich es bis hinten durchschieb, also es ist tiefer als das Regal, um es vereinfacht zu sagen. Da habe ich jetzt zum Beispiel daneben Underwater Cities gestellt und die Erweiterung. Hätte ich natürlich aufgrund dessen, ja, es hat ein bisschen Gewicht, würde ich es natürlich lieber legen, so wie jetzt hier die Pegasus-Spiele. Habe aber allerdings jetzt aktuell noch keinen wirklichen Platz gefunden, wo ich das dann final unterbringen werde. Dann gibt es natürlich auch mal solche Sachen wie jetzt hier die Insel der Katzen, The Isle of Cats, die noch keinen finalen Platz im Regal gefunden hat, aber dadurch, dass es ja aktuell noch gern gespielt wird, hier in der mittleren Reihe untergebracht, und dann ja, fehlt dann der Platz zum Beispiel für das Kickstarter-Pack. Da muss ich das temporär hier nach oben schieben. Gefällt mir noch nicht, das sind dann so die kleinen Feinheiten, wo ich sage, da muss ich noch nach und nach ein bisschen tunen, um da einfach so das, ja, das gewisse Etwas noch reinzubringen. Auch auf die Gefahr hin, dass ihr mich jetzt nicht mehr so wirklich seht, es geht jetzt auch nicht um mich, es geht tatsächlich hier um, es geht um die Lampe. Diese kann ich einfach an- und ausschalten über Nichtschalter. Ich habe aber hier auch eine Fernbedienung dazu. Und da kann man ein bisschen was einstellen. Und das ist tatsächlich auch einer der Gründe, warum ich mich für diese Lampe entschieden habe. Denn ich habe was gewollt, was ich entsprechend herunterdimmen kann. Wo ich also in einer gemütlichen, ja, ich sage jetzt mal schwach beleuchteten Atmosphäre spielen kann. Und zum Beispiel meine mein Hintergrundbeleuchtungs-LED am Spielregal ein bisschen, ja, mehr zur Geltung kommt als im, ja, hier bei voller Helligkeit. Ich kann allerdings auch die Lampe einfach so weit hochfahren, dass ich eben beim Videodreh nicht unbedingt jetzt viel zusätzliches Licht benötige, sondern damit auch meistens komplett auskomme. Was auch noch schön ist, ist die Variante, dass ich zwischen, wenn es denn funktioniert, ja, zwischen kaltweiß und warmweiß hier hin und her wechseln kann. Jetzt habe ich quasi einen kaltweißen Leuchtring außenrum. Jetzt bin ich komplett auf kalt, und das hat natürlich auch den großen Charme nochmal zusätzlich, dass ich hier mit der Lichtwärme ein bisschen herumspielen kann, mit der Lichtintensität, und das finde ich persönlich gerade für ein Spielzimmer, wo es dann doch auch beim ein oder anderen Spiel um Atmosphäre geht, recht ansprechend. Den Link zur Lampe habe ich euch in die Videoinfo gepackt, das ist auch ein Affiliate-Link, das heißt, wenn ihr da draufklickt und tatsächlich über diesen Link was bestellt, dann bekommen wir da einen kleinen Bonus. Ich habe da jetzt nichts großartig davon, wenn ich euch die Lampe anpreise, fand aber tatsächlich die auch optisch recht ansprechend, diese quadratische Form. Und mir war wichtig, dimmbar, wie gesagt, wenn ich jetzt mich ganz normal treffe hier zum Spielen, dann eher so, ja, so dieser Helligkeit. Und wenn ich halt drehe, dann fahre ich das Ding bis zum Anschlag oder fast bis zum Anschlag aus. Die gibt es auch noch ein bisschen kleiner mit nicht ganz so viel Helligkeit. Aber ja, für meine Zwecke musste es die große sein. Ja, kommen wir jetzt zur ambienten Hintergrundbeleuchtung. Um hier mal die ambiente Hintergrundbeleuchtung ein bisschen vorzustellen, machen wir doch einfach mal hier das Licht aus. Jetzt habe ich einfach mal das Hauptlicht ausgeschaltet. Das ist jetzt nur noch meine ambiente Hintergrundbeleuchtung, die sich über eine App steuern lässt oder die ich hier auch farbtechnisch und in der Helligkeit entsprechend einstellen kann. So, wir könnten jetzt hier auch die Farbe, ich weiß nicht, inwieweit ihr das jetzt tatsächlich gut auf dem Video seht, das lässt sich schwer einfangen, hier über einen grünen Ton oder einen Orange-Rotton ins Bläuliche. Also ich kann hier wirklich farbtechnisch in der Gegend rumspielen oder natürlich auch auf einfach weißes Licht gehen. Ich kann auch die Helligkeit ein bisschen dimmen oder die Temperatur des Lichtes einstellen. Ich muss aber sagen, ich finde persönlich immer so dieses
ja, ich sag jetzt mal, dieses Gelb-Orange recht ansprechen. Einfach weil es zwar eine gewisse Helligkeit hat, aber immer noch eine gewisse Atmosphäre. Wir haben dann auch schon Spiele hier drin, wirklich so auf Grüneinstellung, auch wenn es jetzt für euch eher so ein bisschen türkis aussehen wird, gespielt. Und das hat natürlich dann auch was, je nachdem, was man dann gerade spielt, dass man entsprechend einfach da ein bisschen Atmosphäre mit reinbringen kann. Ich gehe jetzt mal so auf meine, ich sage jetzt mal, normale Spieleabend-Setting. Das wäre dann so in dieser Art das Hauptlicht und dann zum Beispiel tatsächlich jetzt die eine Lampe so und die andere farbig kann ich jetzt entweder genauso einstellen oder ich könnte hier entsprechend eine andere Farbe wählen, aber würde ich jetzt irgendwas mit Unterwasser-Thematik spielen wollen, dann wäre das zum Beispiel ein Setting, das mir gefallen würde, wo ich sage, ja, jetzt spielen wir hier ein schönes Unterwasserspiel, Underwater Cities, ich habe ein bisschen blaues atmosphärisches Licht eingeschaltet und es ist einfach so das bisschen mehr am Spieleabend, um auch ein bisschen Atmosphäre am Tisch zu haben. Der letzte Part des Videos ist mehr oder weniger so ein bisschen ja, Erfahrungsbericht oder Tipp oder ja, die Frage zu klären, wie transportiert man Spiele zum Spieleabend? Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Meine Standardmöglichkeit in der Vergangenheit war eigentlich immer, ich nehme so eine Klappbox, stelle die Spiele da senkrecht rein. Ich werde jetzt hier auch tatsächlich immer wieder testweise Spiele nehmen. Und ich habe dann die Spiele meistens hier senkrecht reingestapelt oder zusammengepackt und wie auch immer. Und ja, so bin ich zum Spieleabend. Das hat meistens relativ gut funktioniert. Ist natürlich, wenn man mit dem Auto fährt, ganz passabel so seine Spiele zu transportieren, aber man kommt manchmal doch gut an seine Grenzen. Schön, dass manche Brettspielverlage auf das Spiel immer wieder mitdenken, wie jetzt hier Feuerland, das ist eine Tasche von, oh je, wenn ich das jetzt noch wüsste, 2016 müsste das schon gewesen sein. Oder 2017 habe ich die Tasche mitgenommen, also die wird jetzt 3 Jahre alt, man sieht es auch, die hat hier schon ihre Löcher. Die ist quasi in Dauerbeanspruchung gewesen, damals dazu bekommen, als ich die Scythe-Erweiterungen gekauft habe. Und die habe ich dann tatsächlich auch gerne genutzt und da kann man dann natürlich auch Spiele hier 2 Stück nebeneinander, beziehungsweise übereinander, nebeneinander, kriege ich 4 Stück von der Größe rein, ohne dass die wirklich Druck abbekommen und lassen sich auch so gut transportieren. Natürlich auch hier wieder von Vorteil, wenn man mit dem Auto und nicht mit öffentlichen oder mit dem Fahrrad unterwegs ist. Ja, und dann haben sich so in den letzten Jahren immer mehr sogenannte Cajon-Rucksäcke durchgesetzt. Und ich packe jetzt hier mal was aus. Ja, viele wissen ja gar nicht, wofür sind die Rucksäcke eigentlich gut? Was ist da eigentlich drin? In diesen Rucksäcken, die ihr meistens aber in Hochkant-Variante seht, ich habe keinen in Hochkant, ist eigentlich ein Musikinstrument drin. Und ja, das habe ich mir nicht extra gekauft. Ich habe sowas tatsächlich, weil ich eben leidenschaftlich gerne Musik mache. Das hier befindet sich eigentlich in so einem Rucksack drin. Das ist quasi ein mobiles Schlagzeug, ein kleines, mit dem man super gut Unterhaltungsmucke machen kann. Immer wieder auf Geburtstagen im Einsatz, vor allem gerne gespielt, wenn mein lieber Mitspieler Gitarre dazu spielt. Ja, das dazu. Und das sind die Taschen und die gibt es normalerweise in Hochkant in Rucksackform und dann sind die relativ lapprig, relativ schlapprig und halten nicht viel aus. Ich habe hier schon ein deutlich dickeres Exemplar, was hier sehr, sehr, sehr gut gepolstert ist. Und das ist natürlich was, hier bekomme ich gut Spiele rein. Aber ich muss immer bei diesen ganzen Cajon-Rucksäcken, bei diesen günstigen, muss ich immer an meinen Doktor meines Vertrauens denken. Der hat bloß gesagt, du packst doch dein Instrument auch nicht in eine Plastiktüte. Und er hat diese Gigbags, die es da gibt, egal ob man die von Gitarren kennt, die dünnen, die nicht mal die wirklich die gepolstert sind. Ihr packt euer Instrument doch da quasi nur in einen Plastiksack. Und so sehe ich das gerade tatsächlich bei den Spielrucksäcken auch. Das Problem ist auch, wenn man mehr aufeinander stapelt und den aber nur halb voll hat, ja, und man nimmt den auf den Rücken, dann sackt der so in sich zusammen und behält die Stabilität nicht. Und deswegen habe ich auch hier tatsächlich einen Bag mir für meine Cajon geholt.
den ich eben über die Schulter werfen kann, mag ich tatsächlich persönlich mehr. Aber darum soll es ja gar nicht gehen. Ich wollte bloß auf Transportmöglichkeiten eingehen. Ja, ich habe tatsächlich auch diesen Cajon-Bag schon genutzt in der Vergangenheit. Und dann habe ich vor einem halben Jahr mich dazu entschlossen, eine Tasche entsprechend zu kaufen. Das ist jetzt tatsächlich hier auch von einem Brettspielhersteller, von Board Game Tables. Die haben so Sachen rausgebracht, wie zum Beispiel On Tour. Und da gibt es diese Tasche, die ist so, ich sag mal, eine Kompromisslösung. Es ist nicht so ein dickes Teil wie meine Cajon-Tasche, die extrem gut gefüttert ist. Also wenn ihr so das Nonplusultra haben wollt, transporttechnisch Cajon-Tasche von Schlagwerk, die ist wirklich extrem dick. Das hier ist eher so ein bisschen ein guter Mittelweg. Also es ist gut gepolstert und aber nicht so extrem fett, dass es schon wieder störrisch ist. Also den kann man tatsächlich auch mal so gut ineinander reinfalten, wenn man jetzt keinen Platz im Auto hat oder so und die Tasche leer sein sollte. Und hat natürlich auch große Vorteile. Man hat da außen noch eine zusätzliche Tasche, wo man kleine Sachen reintun kann. Und der Stauraum ist doch nicht gerade klein, denn man bekommt hier doch einiges rein, auch wenn ich jetzt hier hochkant mache. Also ich habe hier mehr Spiele drin tatsächlich, als ich es in meiner Clubbox hätte. Und das Ganze sehr angenehm zu tragen, denn ich habe die Möglichkeit, ich habe hier die Handschlaufen. Ich habe hier, mein Schultergurt und was natürlich auch noch cool ist, für alle, die nicht auf den Rucksack verzichten wollen, ihr habt direkt eine Rucksackgarnitur mit dran und auch hier, wenn ihr es absetzt, entsprechend so absetzen, dann habt ihr nämlich hier auch noch direkt die Stopper dran, dass die Tasche nicht direkt im Dreck liegt. Finde ich persönlich tatsächlich eine sehr gelungene Variante. Das ist jetzt das, was ich im letzten Jahr, guten halben Jahr, dreiviertel Jahr schon, seit kurz nach das Spiel verwende. Und bin sehr zufrieden damit und kann es euch auch nur ans Herz legen. Schaut, dass ihr irgendwie eine sinnvolle Transportmöglichkeit habt oder irgendwie einen dick gepolsterten Rucksack, dass die Spiele nicht einfach immer angeeckt werden oder angeranzt werden. Ist halt immer schade und irgendwo steckt doch in jedem Brettspieler zumindest auch ein bisschen der Sammler und auf eine Sammlung passt man natürlich auch besonders gut auf. Ja, das war es jetzt tatsächlich vom Spielezimmer. Ich hoffe, ich habe alle Fragen beantwortet, die ihr so hattet. Ich bin auf alles eingegangen, was euch interessiert und da drängt sich mir jetzt natürlich die Frage auf, was habt ihr denn noch so für Fragen? Gibt es da Fragen, die ihr unbedingt beantwortet haben möchtet? Wir könnten natürlich uns auch vorstellen, da ein entsprechendes Q&A zu machen dazu. Müssen wir mal schauen und da wird bestimmt das ein oder andere noch kommen. Schreibt einfach eure Fragen fleißig in die Kommentare. Ich gehe da auf alles auf ein. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Und bis dahin wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Spielen. Macht's gut und bis bald. Tschüss.